I am the Jochen and this is Tokyo 2020, Tag 9 Kompakt. Hallo. Wir vollziehen gerade einen Umbruch, denn mit Beginn der zweiten Halbzeit der Spiele verabschieden wir uns von einigen liebgewonnenen Sportarten der letzten Tage. Zum Beispiel ist das Tennisturnier zu Ende. Oder die Beckenschwimmwettbewerbe sind vorbei, Judo wird nicht mehr stattfinden, Bogenschießen ist durch und. Aber kein Grund, traurig zu sein, denn es beginnen ja jetzt in der zweiten Woche neue spannende Sportarten, die wir in der ersten Woche noch nicht auf dem Plan bislang hatten. Zum Beispiel Kanusprint wird ab morgen neu dabei sein. Bahnradfahren kommt noch dazu, auch ein ganz faszinierender Sport, der neu mit dabei ist. Klettern, ganz neu dabei in der olympischen Familie, wird diese Woche seine Premiere feiern. Und seit heute wird auch gerungen. Und da sind wir gleich beim Thema Tageszusammenfassung, Tagesübersicht. Von Tag 9 fangen wir heute mal an mit dem Ringen und mit Aline Rotter-Focken. Die wird ihre Karriere beenden nächste Woche nach den Spielen und hat es tatsächlich geschafft, sich in der Kategorie bis 76 Kilogramm bei den Frauen Freistilringen ins Finale zu ringen. Tolle Sache, das war heute ein richtig erfolgreicher Tag für sie, hat sich da Runde um Runde durchgesetzt und kämpft jetzt tatsächlich nochmal, hat eine Silbermedaille schon sicher und kämpft jetzt um Gold und darum, um als Olympiasiegerin abzutreten. Wow, das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Morgen hat sie ihr finalen Kampf dann. Eduard Popp ist leider ausgeschieden in der 130 Kilogramm Klasse griechisch-römisch, ebenso wie Etienne Kinsinger in der Klasse 60 Kilogramm griechisch-römisch. Im Gewichtheben gab es Medaillen, und zwar Gold für Ecuador an Nacy Dayhomes Barrera oder so. Vor der Amerikanerin Catherine Nye und der Mexikanerin Aremi Fuentes Zavala. Das war heute auch ein Tag der Langnahme im Gewichtheben. Tolle Sache. Wer da alles was gewonnen hat. Wir haben aber natürlich auch eine tolle Sache aus deutscher Sicht heute gehabt. Das wollen wir gar nicht verschweigen. Es gab die nächste Goldmedaille. Alexander Zverev hat sie geholt im Finale des Tennisturniers der Männer. Im Einzelfinale gewann er gegen den Russen Karen Khachanov und gewann zum ersten Mal, ich glaube, das weiß inzwischen jeder, das haben sie so durch alle Sendungen heute geprügelt, das erste Mal, dass ein Deutscher eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen, eine Einzelgoldmedaille im Tennis gewinnt bei den Olympischen Spielen. Respekt. Glückwunsch an Herrn Zverev, Silber also für Khachanov und Bronze haben wir gestern ja schon ausgespielt an Carreño Busta aus Spanien. Es gab heute noch zwei Finals um Gold und Silber in Doppelwettbewerben. Im Damendoppel gab es Gold für Krejcikova Siniakova aus Tschechien gegen die Schweizerin Bencic Golubic. Das heißt, Bencic hat jetzt nach ihrer Einzelgold auch noch eine Silber-Doppelmedaille dazu geholt, nee, Doppelsilbermedaille so rum. Und im Finale Mixed Doubles, da gab es ein russisches Duell und am Ende gewann Paljutschenkova Rublev, ein sehr, sehr enges Finale, im Match-Tiebreak gegen ihre Landsleute Vesnina Karatsev, die damit Silber gewinnen. Die deutschen Tischtennis-Teams waren erfolgreich. Die Herren haben ihr Achtelfinale gewonnen gegen Portugal mit 3:0 und die Damen haben ihr Achtelfinale gewonnen gegen Australien mit 3:0. Also easy peasy alles. Und ab ins Viertelfinale für die beiden. Ähnliches gilt auch für die deutschen Handballer, die ihr letztes Spiel gewonnen haben gegen Brasilien und damit ebenfalls eine Runde weiter sind. Gab noch eine weitere Medaille, die ich nicht verschweigen möchte. Florian Wellbrock hat sie gewonnen. In den letzten Beckenschwimmwettbewerben gab es Bronze für ihn über 15 Meter Freistil. Hinter dem Gewinner Robert Finke USA und dem Silbergewinner Mikhailo Romanchuk aus der Ukraine. Die letzten Medaillen im Schwimmen heute gingen weg wie folgt. Caleb Dressel holt seine fünfte Goldmedaille über 50 Meter Freistil aus den USA für Florent Manadou Frankreich und Bruno Fratus aus Brasilien. Und in der Damenkonkurrenz Emma McCune, glaube ich, mit ihrer, die hat, glaube ich, vier Medaillen gewonnen dieses Jahr. Die Australierin auch 50 Meter Freistil. Und Sara Sjöström aus Schweden gewinnt Silber und Pernille Blume aus Dänemark Bronze. Diese Zahlen 5 und 4 kommen daher, dass die beiden auch noch jeweils Staffelgold dazu gewinnen konnten. Und zwar über die Lagenstaffeln bei den Frauen Australien erfolgreich mit Emma McCune vor United States of America und Canada. Und bei den Herren die USA am Ende Gewinner der Lagenstaffel vor Großbritannien und Italien. Beckenschwimmen damit also Buch zu. Im Schießen mit der Schnellfeuerpistole heute, Christian Reitz hat sich auf Platz 3 geschossen zum Auftakt der Wettbewerbe. Morgen geht es dann weiter, aber er hat natürlich eine super Ausgangsposition von 3, ist ja hier auch einer der Kandidaten auf Gold sogar. Morgen werden wir das herausfinden. Oliver Geis
nicht so gut platziert, aber liegt auf jeden Fall auch noch mit im Wettbewerb. Dann gab es im Segeln weitere Medaillen. Leider keine für Erik Buhl, aber es gab eine im Ein-Personen-Herren-Laserrennen für Matt Wern aus Australien. Donci Stipanovic, Kroatien, Silber und Hermann Thomasgaard aus Norwegen wird am Ende hier Dritter und holt Bronze. Philipp Buhl immerhin Fünfter. Mal gucken, ob er vielleicht in Paris dann zuschlagen kann, was die Medaillen angeht. Bei den Damen ist der Laser radial entschieden worden, ohne Svenja Vega im Medal Race. Skagen ging Gold an die Dänin Annemarie Rindom. Schwedens Josefine Olsson gewinnt Silber und Marit Baumeister aus den Niederlanden gewinnt die Bronzemedaille. Hier noch der kurze Hinweis über die anderen noch vertretenen deutschen Boote. Luise Wanser, Anastasia Winkel mit dem 470er haben sich heute mit einem zuletzt sogar ihren letzten Lauf heute gewonnen. Den achten und haben sich damit auf Platz 10 platzieren können vorerst. Das sind aber immer noch zwei Rennen ausstehend, aber liegen jetzt schon mal auf Kurs Medal Race, wenn gleich die Medals doch außer Reichweite sein dürften. Im NACRA 17er Kohlhoff Stuhlemmer weiterhin auf Platz 3 und damit in Medaillenreichweite. Im 49er Rennen haben Heil und Plössl ja so ein bisschen kleines bisschen Boden wieder verloren, liegen jetzt auf Platz 4. Und im 49er der Frauen haben wir Lutz und Beuke auf Platz 3, wurden heute auch zweimal Dritter und damit haben sie ihren dritten Platz also unterstrichen. Weiter mit dem Segeln dann auch wieder morgen. Die deutschen Hockeymänner sind ins Halbfinale eingezogen. 3:1 gewonnen gegen Argentinien, Glückwunsch. Da geht es jetzt gegen Australien. Man möchte geneigt sein zu sagen, Australien ist der Favorit, aber ganz ehrlich, in so einem Halbfinale kann alles passieren, würde ich mal behaupten. Die anderen beiden Spiele, die stattfanden heute, Belgien gewinnt gegen Spanien und Indien gewinnt gegen Großbritannien. Das heißt also, Belgien, Indien ist das zweite Halbfinale. Niederlande sind raus. Die haben gegen Australien verloren im Penalty-Schießen. Im Handball habe ich schon gesagt, Deutschland weiter. Dann Golf ist fertig bei den Herren. Das war so ein Ding, ne? Xander Schauffele hat Gold gewonnen. Silber geht an USA. Silber geht an Rory Sabatini aus der Slowakei. Und dann waren sieben Leute punktgleich auf dem dritten Platz. Das heißt, die mussten dann nochmal ein paar Löcher stechen, bis dann wirklich klar war, dass die Bronzemedaille nach Taiwan geht. Also Chinese Taipei heißt, glaube ich, offiziell dann auf Landessprache. Nee, landessprachlich ist es wahrscheinlich ganz anders. Aber jedenfalls der Kollege Pan aus Taiwan gewinnt sich die Bronzemedaille. Das war alles gar nicht schön gesagt gerade. Ich mache mal weiter mit Fechten. Zum Abschluss gab es die Florett-Mannschaft der Männer. Da geht Gold an Frankreich vor den russischen Fechtern und den USA an Bronze. Die deutsche Mannschaft leider ausgeschieden gegen die USA und wird am Ende ja, Fünfter oder Sechster. Das konnte nicht mehr ausgefochten werden aufgrund von Verletzungen im deutschen Team. Gute Besserung an alle, die das betrifft. Beim Reiten der Vielseitigkeitsreiter sind die Deutschen zurückgefallen. Das muss man auch sagen. Das lief heute nicht so, wie man das gedacht hat beim Geländeritt. Michael Jung fällt zurück von Platz 1 auf 10. Das war schon happig. Sandra Auffahrt verbessert sich immerhin auf 32 von 37, aber ist natürlich trotzdem immer noch weit weg. Und Julia Krajewski immerhin, das ist schön, wird von 4 auf 2 nach oben gesetzt. Da geht sie also morgen durchaus auch erfolgversprechend ins Medaillenrennen. Im Team sind wir zurückgefallen von 2 auf 6. Da ist noch viel Luft nach oben. Turmspringen. Die nächsten Medaillen für China, das wollte ich sagen. Im Turmspringen Gold für Ting Mao Shi und Silber für Hang Wang vor Krista Palmer aus den USA. Vom 3-Meter-Brett. Tina Punzel diesmal nicht erfolgreich, was die Medaillenvergabe anbetrifft. Im Cycling BMX Freestyle gab es auch nichts für Lena Lessmann zu holen. Da ging bei den Damen die Goldmedaille an Charlotte Worthington aus Großbritannien vor der Amerikanerin Hannah Roberts und der Schweizerin Nikita Ducaros. Und bei den Herren der Australier Logan Martin vor Venezuelas Daniel Teres und dem Briten Declan Brooks. Haben wir das also auch erledigt. So, Beachvolleyball habe ich noch, nämlich Ludwig Kosuch, die sind ins Viertelfinale eingezogen bei den Damen, haben gewonnen, also auch ein spannendes Ding gegen Agatha und Duda aus Brasilien. Die Sätze also wirklich alle mit 2 Punkten Unterschied nur entschieden worden. Am Ende Ludwig Kosuch am erfolgreichsten oder am glücklichsten würde ich nicht sagen, aber wir waren eben erfolgreich und sind also ebenfalls weiterhin mit dabei im Turnier. Und dann gehört der, ach da haben wir Badminton noch vergessen, Badminton-Medaille gab es noch, richtig. Und zwar im Damen-Einzel, Gold nach China. Yufei Shen gewinnt vor der Taiwanesin Chu Ying Tai und der Inderin Sindhu
Pursala. Auch hier wie immer alle Namen ohne Gewähr. Ich hoffe, es stimmt. Und, ach Gott, ich habe mir ganz leichte Leben mit einem noch nicht aufgezählt. Das kommt ja auch gleich noch. Und natürlich Turnen. Mann, ich bin gleich durch. Da kommt bis noch, jetzt kommt ein ganzer Schwung Medaillen noch. Im Turnen, Bodenturnen der Männer, geht Gold nach Israel an Artem Dolgopiat vor dem Spanier Radelei Zapata und dem Chinesen Hu Tengshao. Nochmal Herrenturnen und zwar am Seitpferd. Da geht Gold an Max Whitlock, Großbritannien, vor dem Taiwanesen Chi Kai Li und dem Japaner Kazuma Kaya. Und bei den Frauen gab es ebenfalls zwei Kategorien. Es gab den Schwebebalken mit Rebecca Andrade Brasilien auf Gold vor Michaela Skinner, die holt Silber, und Seo-Yong Yeo aus Korea mit der Bronzemedaille. Und bei den Stufenbarren hat Elisabeth Seitz einen fünften Platz belegt. Gold an Nina Derwal aus Belgien vor Anastasia Iljankova, die Russin, und Sandy Sali aus den USA gewinnt Bronze. Jetzt kommen wir zur Leichtathletikabteilung. Kugelstoßen der Frauen. Gold nach China. Li Xiaogong gewinnt vor der Amerikanerin Raven Saunders und der Neuseeländerin Valerie Adams. Dann gab es den Hochsprung der Männer mit Gold für zwei Leute. Das ist auch eine Besonderheit. Gianmarco Tamberi aus Italien gewinnt gemeinsam mit Mutas Barshim aus Katar. Und Bronze geht an den Weißrussen Maxim Nedasekau. Dreisprung der Frauen, da gab es nur eine Goldmedaille, und zwar für Yulima Rojas aus Venezuela vor der Portugiesin Patricia Mamona und der Spanierin Ana Pelletero. Und das 100-Meter-Finale hatten wir auch noch. Da war die Frage, wer wird Nachfolger von Usain Bolt? Es ist Lamont Marcel Jacobs aus Italien. Hätten wir auch nicht gedacht. Fred Curley, USA, wird Zweiter, und André de Grasse aus Kanada, dritter Platz. Das waren die leichtathletischen Entscheidungen heute. Es gab diverse Vorkämpfe, aber da hatte ich ja schon mal gestern gesagt, da erspare ich jetzt mal alles hier durchzukauen. Ich sage dann Bescheid, wenn es an die Finals geht. Schließlich noch eine Nachricht von meinem Lieblingsturnier, vom Baseballturnier. Da sind die ersten beiden Spiele gespielt worden. Wie folgt: Im Spiel ums direkte Ausscheiden, dass die Mannschaften also von 6 auf 5 reduziert werden, hat Israel gegen Mexiko gewonnen. Damit ist Mexiko weg. Israel zieht ins Viertelfinale ein. Ich sage deswegen Viertelfinale, weil da werden nur 3 Spiele gespielt statt 4. Und es werden Mannschaften dort mehrfach auftauchen. Das ist dieses komische Trostrundensystem. Im zweiten Spiel gewann Südkorea gegen die Dominikanische Republik. Hier ist keiner ausgeschieden. Südkorea damit der Viertelfinalgegner von Israel. Zweites Viertelfinale USA gegen Japan. Wer da gewinnt, ist jeweils im Halbfinale und spielt dann weiter um Gold. Und die unterlegenen Dominikanischen Republikaner, die stehen jetzt im ersten Spiel der Trostrunde. Das ist dann wieder ein Achtelfinale sozusagen. Und dort treffen sie auf den Verlierer der Viertelfinalpartie, Israel-Südkorea. Das könnte also wieder Südkorea sein. Dann würden sie wieder gegen die spielen. Darum, wer ins dritte Viertelfinale einzieht. Das ist großartig. Ich halte euch auf dem Laufenden, erzähle das immer so ein bisschen mit einer gewissen Belustigung. Aber es geht natürlich hier auch um die Medaillen. Das wollen wir nicht vorenthalten. Apropos Medaillen, was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist ein Blick auf den Medaillenspiegel, bevor wir dann die Highlights der Nacht noch angucken. Ihr habt es eben schon gemerkt beim Verlesen, die Chinesen und Chinesinnen haben hier richtig zugeschlagen. 24 Gold, 14 Silber und 13 Bronzemedaillen. Damit liegen die Chinesen auf Platz 1 im Medaillenspiegel vor den USA mit 20 Gold, 23 Silber und 16 Bronzemedaillen. Das sind also jeweils über 50 Medaillen. Krasse Sache. Auf Platz 3 Gastgeber Japan mit 17 Goldenen, immer noch sehr gut im Rennen. Dann haben wir die Australier jetzt auf 4. Fünfter Platz für die russischen Sportlerinnen und Sportler. 12, 19, 13 hier die Anzahl, also auch schon 44 Medaillen gewonnen. Dann kommt Großbritannien mit 10 mal Gold auf der 6 und dann kommt lang nichts. Dann haben wir Frankreich mit 5 Goldenen, Südkorea hat 5 und dann kommen die Deutschen auch schon mit 4 Goldmedaillen auf dem Medaillenspiegel. Aber wie gesagt, den wollen wir ja gar nicht so sehr in den Blick nehmen immer. Schauen wir auf den Kalender für morgen Nacht, und ich habe eine gute Nachricht für alle, denen es geht wie mir. Das ist so langsam jetzt dann doch irgendwo auch ein bisschen schlaucht des Olympiagedöns. Es wird weniger morgen sein. Also morgen ist der Tag tatsächlich ein etwas erleichterter Terminplan. Es wird dann übermorgen wird's wieder brutal. Da haben wir wieder richtig viel. Übermorgen, da haben wir proppenvolle Zeitpläne wieder. Morgen ist nochmal ein bisschen schlanker. Da kann man dann vielleicht sogar die Nacht mal schlafen. Also machen viele von euch sowieso, weiß ich. Was haben wir? Es gibt Schießen, Schnellfeuerpistole mit Christian Reitz und Oliver Geist. Da geht es los um 1.30 Uhr. Dann gibt es um 2 Uhr Leichtathletik, unter anderem mit dem Weitsprung der Männer und Fabian Heinle am Start.
sowie diversen Vorrunden, 200 Meter der Frauen zum Beispiel oder 500 Meter der Frauen oder Hammerwerfen der Männer. Das sind alles Quali-Runden, wo deutsche Athleten dabei sind, aber wo noch keine Medaillen vergeben werden. Um 2:30 Uhr dann das Hockey-Viertelfinale der Damen, Deutschland-Argentinien. Da geht es also darum, für die Damen gegen denselben Gegner wie die Herren, nur halt eine andere Mannschaft, ich spiele gegen die Frauenmannschaft, ins Halbfinale auch einzuziehen. Und ebenfalls um 2:30 Uhr beginnen die Kanu-Sprintwettbewerbe mit den ersten Vorläufen und Viertelfinals. Da aus deutscher Sicht nur zwei Boote am Start: Brendel Hecker im C2 über 1000 Meter und Brüsseler Gebhardt im K2 über 500 Meter. C ist immer Kanadier, K ist Kajak. Jo, das ist also dann die Nacht bis um 4, sonst haben wir nichts bis um 4. Also finde ich jetzt so, es ist eine Menge anderer Kram auch noch, aber das sind so meine Highlights, ne? Schießen, Leichtathletik, Hockey und Kanusprint. Dann wird um 4 gerungen, da hat Anna Schell ihren ersten Auftritt im Freistil 68 Kilogramm. Walter Focken kommt erst abends in der Session. Um 5 geht das Baseballturnier wieder weiter und dann ebenfalls um 5 gibt es weitere Segelrennen. So, und ansonsten haben wir nichts bis um 8. Das sah an anderen Tagen schon ganz anders aus. Um 8 selbst kommt dann Turmspringen mit den Vorkämpfen der Herren. Hausting und Wolfram sind da am Start vom 3-Meter-Brett. Und dann um 8:30 Uhr gibt es Bahnradfahren mit dem Teamsprint der Frauen. Da sind wir sehr gespannt, was die Deutschen da reißen können. Und die Qualifikation in der Mannschaftsverfolgung der Männer gibt es. So, sonst war es das bis um 10. Also bis um 10 Uhr morgens ist sonst gar nichts mehr los. Dann kommt noch, selbst dann wird es nicht mehr so richtig voll hier im Tableau. Soll ich schon komplett machen dann? Nein, machen wir morgen früh. Na, morgen früh. Also dann sage ich nochmal die paar Sachen, die noch kommen, danach dann. Aber auch jetzt die Nacht ist dann endlich wieder mal zum Schlafen da. Vielleicht so ein bisschen. Nutzt es aus, macht was draus. Ansonsten gerne morgen wieder im Frühsport reinschauen. Morgen kommen wir sogar, glaube ich, ein bisschen früher noch, weil ich muss früh weg. Habt einen schönen Abend, schlaft euch gut aus und bereitet euch vor, denn die Woche bringt schon noch ein paar sportreiche Nächte. Da müssen wir dann fit sein. Also dann, auf Wiedersehen.